Der Kindergarten der Hansa-Spatzen in Berlin. Hier wird Bewegung bei den ganz Kleinen schon ganz groß geschrieben. Bewegungsstunde. Anja Korte ist Erzieherin und kümmert sich um die 1- bis 3-Jährigen. Die Arbeit in der Kita für sie mehr als nur ein Beruf. Also es macht mich irgendwie glücklich. Also ich stehe morgens gerne auf, gehe gerne zur Arbeit. Und es war mir auch wichtig, dass mir mein Beruf Spaß macht. Deshalb habe ich mir auch den Erzieher Beruf ausgesucht. Doch Anja Korte ist keine normale Pädagogin. Im August hat sie ihre 3-jährige Ausbildung zur Erzieherin mit Bewegungs- und sportpädagogischem Profil abgeschlossen. Bewegung, das ist schon für die Kleinsten von großer Bedeutung. Sie lernen ihren Körper kennen, Koordination, greifen, begreifen. Man merkt schon, dass sie es brauchen und dass sie es gerne haben und dass sie es gerne annehmen und dass es auch einfach was bringt. Die Gerhard-Schlegel-Sportschule vom Landessportbund Berlin. Hier werden die Erzieher mit Sportprofil wie Anja Korte seit dem Jahr 2012 praktisch unterrichtet. Die Ausbildung wird durch das Sozialpädagogische Institut Berlin und den Landessportbund durchgeführt. Wir wissen zwischenzeitlich, dass Sport und Bewegung eine außerordentlich wichtige Rolle spielt in der Schule, aber eben auch schon in der Kita. Und hier haben wir einen Zweig, das ist bundesweit einmalig, also eine richtige Erzieherinnenausbildung mit diesem Profil. Chancen für Bewegung, die gibt es überall. Oft werden sie einfach nur zu selten genutzt. Genau das soll bei der Ausbildung vermittelt werden, Angebote schaffen und durchführen. Also wir haben ja mittlerweile in den Kindertageseinrichtungen Kinder, die können nicht mehr rückwärts gehen. Die leben ein Leben, was eher digital ist, was in 4 Wänden stattfindet. Und wenn man dann künftig nach Kita an Ganztagsschule schaut, dann kann es passieren, dass es kaum mehr Zeit gibt, um sich in der Bewegung zu entwickeln und zu erproben. Das Projekt existiert seit dem Jahr 2012. Pünktlich zum Start des Schuljahres beginnen auch die Erzieher ihre Ausbildung. 25 Pädagogen absolvieren jeweils den Jahrgang. Die Beweggründe der Studenten sind dabei oft dieselben. Ich mache seit 14 Jahren Leistungssport im Basketballbereich. Mir war eigentlich klar, dass ich irgendwie was Soziales machen will. Ich will mit Kindern arbeiten, ich liebe Kinder. Und dann wollte ich halt meine Arbeit mit den Kindern mit meiner Liebe zum Sport verbinden. Doch der Landessportbund bildet nicht nur aus, er ist auch Arbeitgeber. In der eigenen Trägergesellschaft KIB, Kinder in Bewegung, hat der LSB insgesamt gut 20 Kindertagesstätten mit rund 2000 Plätzen in Berlin. Die Hansaspatzen mit Anja Korte gehören auch dazu. Toben, das ist hier ausdrücklich erlaubt. Sie haben diese Freude und den Spaß dabei und merken, dass es eigentlich gar nichts Schlimmes. Und deshalb fand ich das irgendwie total schön und finde es auch richtig wichtig, dass die Kinder das lernen und auch in so einem schönen Rahmen lernen und nicht irgendwie mit 5 erst in einen Sportverein kommen und man dann, was weiß ich, Leichtathletik macht und aber 100 Meter in der Zeit rennen muss, sonst ist man irgendwie schlecht und das haben die hier halt nicht. Dafür die pure Freude an der Bewegung und damit kann es bekanntlich nicht früh genug losgehen.